Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich bin der Alex und heute gibt es ein kleines, ja, wir nennen es mal Statement-Video zu dem aktuellen Vorfall beim Merchjar und der allgemeinen Situation mit den Advertising-Tools, wie das da bei mir aussieht. Warum mache ich das? Ich habe mir irgendwann mal Grundsätze festgelegt, dass ich ja zum Beispiel, wenn ich einen Fehler mache oder irgendwo falsch lag, mir das dann auch eingestehe, das auch zugeben kann. Jetzt habe ich in diesem Fall nicht unbedingt einen Fehler gemacht, aber ich war ja doch auch mit einer der ersten, die Merchjar in dem Video vorgestellt haben, die gesagt haben, dass sie das eben schon sehr lange nutzen und in dem Sinne ja auch irgendwo empfohlen habe. So, und jetzt gab es eben wieder einen Vorfall, einen größeren Zwischenfall bei dem Advertising-Tool und die, die es nutzen, werden es logischerweise oder hoffentlich schon mitbekommen haben durch die E-Mail, die sie dann von dem Tool bekommen haben. Andere haben es vielleicht in Facebook-Gruppen gelesen und hier wollte ich nochmal ein paar Worte dazu verlieren. Worum ging es? Grob angerissen, es waren reguläre Wartungsarbeiten, standen an, dabei wurde eine Serverplatte, wie auch immer, wurde ausgewechselt. Ich bin da jetzt auch kein Fachmann, wurde wieder eingesetzt und sie hat plötzlich nicht mehr das gemacht, was sie eigentlich machen sollte. Resultat der Sache war, dass eben viele Funktionen nicht mehr verfügbar waren, es konnten Dinge nicht mehr eingesehen werden und es gab eben auch Fehlfunktionen, dass Keywords zum Beispiel wieder erneut eingetragen wurden, die eigentlich nicht hätten eingetragen werden dürfen. Ja, also Keywords, die man vielleicht vorher schon mal aussortiert hatte, standen jetzt plötzlich wieder in den Kampagnen drinne. Und das ist natürlich im Allgemeinen eine super nervige Sache, weil im besten Fall kostet es jetzt unglaublich viel Zeit, das auch wieder auszubügeln. Und im schlechtesten Fall hat das eben auch Geld gekostet. Ja, falls irgendwo welche Bits zum Beispiel erhöht wurden, gesenkt wurden oder man einfach auch nicht mehr zugreifen kann, entsprechend, wenn man das nicht so schnell sieht, ja, sagen wir mal, ich bin im Urlaub und sowas passiert, das ist natürlich einfach eine unglaublich nervige Sache. So, bei mir sind diese groben Fehler, dass jetzt bestimmte Dinge falsch ausgeführt wurden, nicht passiert. Ganz einfach aufgrund der Tatsache, dass ich alle Automationen aktuell deaktiviert habe bei Merchjar. Auch schon eine ganze Weile habe ich auch schon mal in Videos erwähnt, dass ich das im Moment nicht mehr nutze, aus einem ganz allgemeinen Aspekt. Das hat jetzt weniger was mit Merchjar zu tun, sondern einfach, dass mir das immer ein Stück weit zu unsicher ist. Also egal, welches Tool ich nutze und dass es mir zu schnell geht. Also, dass ich immer mehr Zeit haben möchte zwischen diesen Anpassungen, um zu gucken, welche Auswirkungen hatte das jetzt, und die meisten Automationen, das ist dann einfach zu viel, weil an zu vielen Ecken und Enden irgendetwas verstellt wird. Und deswegen führe ich das immer eher manuell aus und gucke halt lieber erstmal. Aber das hat jetzt nicht zwangsläufig etwas mit dem Tool zu tun, aber in diesem Fall hat sich das natürlich wieder als Vorteil herausgestellt, weil dadurch bei mir diese Fehler nicht aufgetreten sind. Was aber dennoch ein Problem war, ist, dass an diesem Tag wollte ich zufällig einige Targets anpassen und hatte gesehen, dass die Targeting Group Substitutes auf ganz vielen unterschiedlichen Kampagnen für sehr viel Adspend gesorgt haben. So, das habe ich im normalen Advertising-Account beobachtet und wollte dann mit Merchjar das Ganze anpassen, wollte mir alle Targeting Groups Substitute rausfiltern und habe genau eine angezeigt bekommen. Und dann dachte ich zuerst, okay, du hast irgendwas falsch gemacht, irgendwelche Filter gesetzt. Nee, es wurde halt einfach nur noch ein angezeigt, weil einfach irgendwie die Daten gefehlt haben und dementsprechend konnte ich dann auch wieder nicht über dieses Tool meine Änderungen vornehmen. Auch eine sehr, sehr nervige Sache. So, und hier zeigt sich eben wieder das, was ich immer sage, was ich immer wiederholen kann: Es ist wichtig, dass ihr wisst, was ihr in so einem Fall manuell machen könnt. Ja, also dass ihr über die Bulk-Files entsprechend eure Kampagnen, Bits, was auch immer bearbeiten könnt, dass ihr eben wisst, wie kriege ich denn zum Beispiel diese Keywords, die jetzt eben zusätzlich eingefügt wurden und eigentlich überhaupt nicht da drin sein sollten, wieder raus über so ein Bulk-File. Weil wenn man das jetzt nicht weiß und das Tool hat es komplett verhauen, dann stehe ich natürlich komplett doof da. Ja, also das ist immer ganz wichtig, dass sowieso, bevor man so ein Tool nutzt, sich mal vielleicht mit der Materie auseinandersetzt und guckt, wie würde es denn zumindest manuell gehen? Also weiß ich denn, wie ich es manuell machen könnte? Ja, nur für den Fall. So, und jetzt zu dem Tool an sich. Mein
Verständnis ist so ein Stück weit aufgebraucht, beziehungsweise gebe ich jetzt halt keinen Welpenstatus mehr, weil man muss ganz klar sagen, ich nutze das Tool, glaube ich, seit 2020, Anfang 2020, seit der Beta-Phase. Also im Prinzip schon in der Beta habe ich mich angemeldet und bin seitdem dabei. So, was auch mit ein Grund ist, weil ich eben dieses Beta-Pricing habe. Ich habe einen unglaublich günstigen Preis, weshalb ich es jetzt eben auch halte, obwohl ich es nur noch ganz minimal nutze, also diese Automation zum Beispiel gar nicht mehr verwende. So, aber nach 2 Jahren und 1,5 Jahre ist es jetzt, glaube ich, aus der Beta raus, gibt es halt dann auch irgendwo keinen Welpenstatus mehr. Ja, also, dass man sagt, oh, es ist ja ein neues Tool und es ist ein kleines Team. Das Ding ist halt, seit 2 Jahren bezahlen Leute Geld dafür, für dieses Tool, ja, dass sie das benutzen können. So, und wenn man Geld dafür bezahlt und zum Teil dann ja auch nicht wenig, je nachdem, was für ein Adspend man hat, dann erwarte ich ab einem gewissen Zeitpunkt zumindest schon, dass dieses Tool funktioniert. Dass mal Fehler auftreten können, ist ja ohne Frage. Ja? Also, dass mal Sachen nicht angezeigt werden, dass meine Automation nicht ausgeführt wird und dann sagt wird, okay, bei der nächsten Synchronisation wird sie dann ausgeführt. Also solche Sachen. Alles kein Ding. Aber dass es dir den kompletten Advertising-Account zerhaut, das geht halt nicht. Also zumindest nicht alle 3 bis 4 Monate. Ja, okay. Ganz so häufig war es jetzt wahrscheinlich nicht, aber es ist zumindest auch nicht das erste Mal. Ja. Ich erinnere daran, dass Recipes nicht richtig funktioniert haben, weil sie zum Beispiel nicht die richtigen Targets gefunden haben. Also es hat auch falsche Targets ausgespielt. Dann wurden Recipes überhaupt nicht ausgespielt. Es wurden falsche Bit-Anpassungen gemacht. Dann gab es schon einen Fehler, wo Keywords doppelt eingefügt wurden und Negative-Keywords doppelt eingefügt wurden, was auch im Endeffekt keinen negativen Effekt hatte, aber unglaublich viel Arbeit gekostet hat. Das hat mich dann nämlich auch betroffen, das Ganze wieder rauszunehmen sozusagen und selber zu entfernen manuell, weil über das Tool konnte ich es dann auch nicht mehr machen. So, und jetzt eben wieder diese Sache. So, das heißt, es ist einfach unglaublich nervig und so ein Stück weit muss ich ja meine Empfehlung quasi hier zurücknehmen. Ich habe immer noch Hoffnung. So, die Hoffnung stirbt zuletzt, sagt man ja so schön. Ich habe immer noch Hoffnung für das Tool, weil ich glaube, dass es einfach für Merch on Demand im Speziellen sehr viel Potenzial hat. Aber wie gesagt, aktuell halte ich es aufgrund des günstigen Preises und das kann man nun mal bei allen Tools sehen. Man guckt sich nur Merch Flow zum Beispiel an oder auch den Wechsels Lifetime Deal. Die Sachen werden halt immer teurer mit der Zeit. Ja, also umso länger die Plattform und das Tool am Markt ist, umso teurer wird das. So, von daher ist es, wenn man ein Tool nutzen möchte, immer günstiger es jetzt zu haben als irgendwann später, weil ja, wie gesagt, es wird nicht günstiger. Und die Leute, die zum Beispiel vor 2 Jahren oder was sich mal Merchflow geholt haben, die können sich ja jetzt nochmal die Preise angucken und gucken, was die Leute bezahlen, die jetzt da einsteigen. Das kann man sich schon glücklich schätzen. So, von daher halte ich das jetzt, habe wie gesagt die Hoffnung. Ich sehe viel Potenzial darin, dass wenn es dann vernünftig läuft, dass man dann sehr viel einfacher diese vielen Produkte steuern kann. Weil das ist eben bei den anderen Advertising-Tools nicht so. Und da kommen wir jetzt zu dem zweiten Punkt von diesem Video. Ich teste eben gerade Helium 10 Atomic, was ich gleich auch mal zeigen werde. Nur grob angerissen. Ich gehe nicht auf jede Funktion von diesem Tool ein, sondern ich zeige euch einfach mal, ja, was das kann, wie das aussieht. So, sage euch aber auch gleich, warum ich das nicht unbedingt für jeden empfehle. Und dieses Tool ist aber eben nicht auf Merch on Demand ausgelegt. So. Und da liegt der große Vorteil eben von Merchjar und ich hoffe, dass sie es hinbekommen. Aber aktuell ist, wie gesagt, die Situation so, dass ich es schwierig finde. Ja. Zumindest meine Empfehlung, wenn ihr es habt, ich würde es jetzt nicht direkt kündigen und über den Haufen werfen, aber ich würde vor allen Dingen mit den Automatisierungen aufpassen. Ja, das heißt, die vielleicht rausnehmen, die Recipes einfach manuell ausführen, auch wenn es ein bisschen mehr Arbeit ist. Aber ihr geht auf Nummer sicher. Ich glaube, bei den Promotions gab es jetzt nicht so eine großen Probleme. Die könnte man eventuell laufen lassen. Aber einfach dem Tool nicht so viel Eigenständigkeit geben. So. Wie gesagt, das war mein Statement dazu. Ihr könnt gerne auch eure Meinung logischerweise unten in die Kommentare hauen und dann gehen wir jetzt gleich mal auf den Bildschirm und ich zeige euch das Tool, was ich gerade anteste.
So, und da sind wir hier in Helium 10, was ich ja mittlerweile für einige Abläufe im T-Shirt-Business nutze. Allem voran hier den Keyword Research mit Cerebro und Magnet, zwei Tools, über die ich ja auch schon mal ein Video gemacht habe. Ist, glaube ich, schon über ein Jahr lang her. Cerebro ist das Tool, denke ich mal, was die meisten schon mal gehört haben oder auch nutzen, wenn sie sich mit Helium 10 beschäftigt haben. Das ist ein Reverse Async-Tool, mit dem man die Search-Terms auslesen kann, die Kunden eingegeben haben, bevor sie ein Produkt gekauft haben, und das kann man auch einzeln, also in so einer à la carte Variante buchen. Kostet dann, glaube ich, 39,99 im Monat oder so. Da funktioniert aber auch der Rabattcode, der unter diesem Video hier verlinkt ist. Und einige andere Sachen nutze ich auch: Blackbox, Frankenstein, Scribbles, Miss Bellinator, allerdings sehr, sehr selten. Also hauptsächlich Magnet und Cerebro, und jetzt ist eben noch Atomic mit dazu gekommen, was ich gleich kurz zeigen werde. Ich mache es wirklich ganz kurz, ganz grob, einfach, dass ihr seht, was euch erwartet, was das für Funktionen gibt, und den Rest könnt ihr euch meinetwegen auch selber gerne mal angucken. Warum ich das aber nicht für jeden oder ich würde fast sagen nur für die allerwenigsten überhaupt empfehlen würde, das zeige ich euch jetzt direkt am Anfang. Und zwar ist das der Preis. Atomic ist bereits in der Platinum-Variante mit vorhanden, allerdings nur in der Analysefunktion. Bedeutet, ihr könnt euren Werbeaccount hier mit Atomic verknüpfen, wenn ihr das Platinum-Paket habt, und dann sammelt ihr auch schon Daten. Deswegen wichtiger Hinweis hier: Wenn ihr sowieso schon Platinum nutzt, und ich weiß, einige aus der Community machen das, dann verbindet auf jeden Fall euren Werbeaccount mit Helium 10 über Atomic, damit er diese Daten sammeln kann. Weil das ist genauso wie bei Merchjar. Ihr könnt nur auf die Daten zurückblicken, die das Tool schon gesammelt hat. Also wenn ihr sagt, ich möchte Lookback Days 60 Tage, also in die Vergangenheit, zurückblicken, und ihr seid noch nicht so lange angemeldet, dann könnt ihr das entsprechend nicht. Also ihr könnt nur auf den Zeitraum zurückblicken, ab dem ihr euch angemeldet habt sozusagen, wenn das verständlich ist. So, und es kostet halt nichts zusätzlich. Das heißt, diese Verbindung, wenn ihr euren Advertising-Account verbindet, bezahlt ihr quasi erstmal nicht mehr. Ihr könnt aber hier in diesem Platinum-Paket nichts editieren. So, also ihr könnt keine Kampagnen irgendwie verändern, ihr könnt keine Bid-Automationen einstellen oder so, sondern einfach nur die Analysefunktion. Ihr seht das Dashboard, wie viel Spend habt ihr gehabt, Cost per Click, welche Kampagnen haben wie viel verbraucht und so weiter. Ja, also es ist ein bisschen hübsch aufbereitet, aber nur dafür sozusagen das Platinum-Paket zu nehmen, ist natürlich Quatsch. Ja, also das ist mit Kanonen auf Spatzen geschossen, aber wenn ihr es eh schon habt, würde ich es halt verbinden. Das wollte ich nur noch mal anmerken. In der vollen Funktionsbreite ist Atomic nur hier in diesem Diamond-Plan mit drin, oder ab dem Diamond-Plan in Elite natürlich auch. Aber ja, man kann es schon sehen, uff, $250 im Monat. Das ist natürlich mit Abstand das teuerste Tool, was man für Merch on Demand benutzen kann, glaube ich, oder was ich auch benutze. Ich möchte der Transparenz halber sagen, dass ich für einen ausgewählten Testzeitraum, also ich teste das jetzt für 4 Monate, nicht den vollen Preis bezahle. Ja, also ich kriege das günstiger, weil ich da so ein Stück Partner hier mit bin und ja auch ab und zu mal ein Video drüber mache. Von daher bezahle ich es nicht. Ich bezahle aber auch, müsste nach diesem Testzeitraum das Paket entsprechend genauso bezahlen. Und deswegen nutze ich sozusagen jetzt diese Zeit, um es zu testen, um zu sehen, lohnt sich das für mich? Also würde sich das theoretisch rechnen, auch für diesen Preis? Vielleicht kriege ich es dann nochmal ein bisschen günstiger. Auch hier würde ja der Rabattcode funktionieren und so weiter. Aber es ist natürlich trotzdem sehr, sehr viel Geld. Warum ist das so viel Geld? Naja, ganz klar, hier ist diese komplette Suite mit drin. Ja, also man sieht das ja hier schon, das Advertising, Listing-Optimierung, Analytics, Keyword-Research, Product-Research und so weiter und so fort. Aber das Ganze ist auf FBA, FBM ausgelegt. So, das heißt, man hat hier unglaublich viele Tools, die man effektiv für Merch on Demand überhaupt nicht nutzen kann, beziehungsweise ja, die einfach nicht sinnvoll sind, weil sie viel Zeit beanspruchen und dann der Effekt hinten raus nicht besonders groß ist. So, also man hat halt eine riesengroße Suite, von der man aber eigentlich nur 10 oder 20% nutzt. Ja, wenn ich nur Cerebro, Magnet und Atomic nutze, ist das natürlich dann schon relativ viel. Aber ja, wenn es halt gut ist, kann es sich logischerweise trotzdem rentieren, und das überprüfe ich jetzt eben auch. Deswegen würde ich aber da streng davon abraten, wenn ihr T10 seid, auch T100, braucht ihr das natürlich absolut nicht, dann braucht ihr auch keinen Platinum-Plan. Aber wenn ihr sagt, hier, ich mache meine 8.000 Euro im Monat mit dem Business und ich möchte ein Advertising-Tool, was vernünftig und zuverlässig funktioniert, wo ich auch einen guten Support dahinter habe und wo ich auch ein bisschen mehr an
an Adspend schon abgedeckt habe im Monat, weil ich etwas mehr verbrauche, dann wäre das eventuell eine Option. Ja, weil hier habt ihr eben 20.000 Dollar an Adspend sozusagen sind hier mit in diesen Plan inkludiert. Wie gesagt, die werden euch nicht bezahlt, also ich denke mal, das ist klar, sondern das Tool kostet quasi bis zu einem Adspend von 20.000 Dollar nur so viel. Das ist sozusagen damit abgedeckt. So, und das soll es auch schon gewesen sein. Dann gucken wir uns noch kurz das Tool an. Was kann man hier machen? Da gehen wir mal rüber ins Dashboard. Das neue Dashboard ist noch in der Beta-Phase. Das sieht jetzt so aus. Kann man also über einen bestimmten Zeitraum, den man sich anstellt, hier alles sehen. Das heißt, seine komplette Performance. Ihr seht schon, bei mir jetzt hier nicht gerade herausragend, aber das ist ein anderes Thema. Sieht dann auch hier unten noch so ein paar andere Sachen. Ich blende jetzt hier einige Dinge aus, weil hier natürlich überall meine Asins und Produkte rumschwimmen. Das heißt, man kann hier die Kampagnen mit dem höchsten Arkos sehen, mit dem niedrigsten Arkos, höchster Spend und so weiter und so fort, höchste Cost per Click. Also das kann man sich sozusagen alles schön einstellen und begutachten. Also man hat direkt auf den ersten Blick zum Beispiel, kann man sehen, was verbraucht denn am meisten? Ja, was läuft am schlechtesten über den gewählten Zeitraum? Wie gesagt, man kann so lange zurückblicken, wie man sich hier eben schon angemeldet hat. Dann gibt es eine Analyseseite, bei der kann man das Ganze dann nochmal aufgesplittet sich angucken nach, man sieht das hier oben schon, Portfolios, Kampagnen, Ad Groups, Targets und eben Search Terms bis runter zum Produkt. Ja, also auf welcher Ebene ich mir einfach die Sachen vergleichen möchte, kann dann hier entsprechend auch, wie man das kennt, sortieren nach den einzelnen Metriken, was ich aber der Übersicht halber sehr schön finde, dass man hier jetzt zum Beispiel auch andere Ebenen mit aktivieren kann. Das heißt, wenn ich hier bei den Kampagnen bin, werden mir halt hier in der Liste, die ihr jetzt logischerweise nicht sehen könnt, alle Kampagnen angezeigt. Ich kann aber auch die Ad Group sozusagen mit aktivieren und dann habe ich unterhalb der Kampagne eben auch alle Ad Groups angezeigt, die entsprechend da drin sind. Kann mir dann auch alle Asins oder eben alle Targets anzeigen lassen, die innerhalb dieser Kampagne sind und habe so einen sehr, sehr guten Überblick. Das wird dann auch immer hübsch markiert, ja, hier mit so einem Punkt grün, gelb, rot, so ein Ampelsystem. Ja, wo ist der Arkos gut, wo ist er schlecht? Und also ich finde es persönlich sehr, sehr übersichtlich erstmal, ja, und für die Analyse nicht schlecht. Dann haben wir den Ad Manager. Auch hier muss ich natürlich wieder ein paar Sachen ausblenden. Der ist super, weil es einfach geht. Ja, also das bin ich ja immer ein großer Freund von einfach. Ich kann hier einfach auf Edit Campaigns klicken und dann kann ich hier in der Kampagnenspalte, die ihr jetzt nicht seht, einfach auch den Namen zum Beispiel ändern. Das heißt, ich kann einfach mit dem Cursor reinklicken, so hier wie bei dem Daily Budget, steht halt 30, ne, kann ich reinklicken, schreibe ich 20 rauf. So, und dann kann ich auf Apply Changes klicken. Das heißt, ich kann erst die komplette Liste durchgehen, mache einfach meine Änderungen, die ich eben machen möchte. Und klickt dann auf Apply Changes und er überträgt das sofort in den richtigen Advertising Account. Und wenn ich hier mal ein Stück weiter nach rechts scrolle, kann man hier eben auch ein Target ACOS einstellen, so wie wir das an und für sich auch kennen. Ich kann den individuell einstellen oder ein Default Target ACOS, also der erstmal für alle gelten sollte. Und bei den Bid-Automatisierungen, das gilt für, also nicht für alle Kampagnen, zum Beispiel für automatische Kampagnen geht das nicht. Aber wenn wir jetzt hier so eine manuelle Kampagne haben, kann ich hier eben auch die Bid-Automatisierungen einstellen sozusagen, dass er das selber macht nach meinen Vorgaben und kann dann eben entsprechend auch hier bestimmte Regeln aufstellen. Ja, das heißt, wenn er nach etwas suchen soll, also Find Converting Search Terms und ASINs zum Beispiel, kann ich hier also auch bestimmte Regeln dann extra aufstellen. So, und dann haben wir noch die Suggestions. Das ist dann wieder eher manuell umzuführen, finde ich persönlich aber sogar noch ein Stück besser. Ich rücke ja eher weg von diesen Automatisierungen, finde ich immer ein bisschen gefährlich, aber wenn ich es selber sozusagen ausführen kann, aber schon gut aufbereitet bekomme, dann ist das natürlich eine tolle Sache. Und zwar habe ich hier jetzt alle Keywords aufgelistet und wenn wir hier nochmal ein Stück rüber scrollen, dann sehen wir, wird mir hier halt angezeigt, um wie viel ein Bid zum Beispiel auf einem bestimmten Keyword erhöht bzw. gesenkt werden sollte. Ja, und aufgrund
welches Grundes. Ja, das war natürlich super ausgedrückt. Also aus welchem Grund er diese Bitänderung empfiehlt. So, dann sehen wir hier zum Beispiel, dieses Keyword bekommt nicht genug Klicks zum Beispiel und deswegen würde er hier um 3 Cent nach oben gehen von 48 auf dann 51. Dann kann ich einfach auf den Apply-Haken drücken und dann wird das quasi sofort umgesetzt. Ich könnte das aber auch manuell hier umsetzen. Das Ganze wird berechnet aufgrund des Target ACoS. Ja, wenn ich jetzt sage, okay, nicht genug Klicks, ist mir jetzt persönlich als Grund nicht genug, um hier eine Bitänderung vorzunehmen, könnte ich eben auch nur die nehmen, wo er sagt, hier, der hat einen niedrigen ACoS von eben 16% und hier ist noch Spielraum für einen höheren Bit, um halt noch mehr rauszuholen. Und hier empfiehlt er dann entsprechend 2 Cent nach oben zu gehen. Das Ganze ist dann eben auch so getaktet, dass er einen höheren Bitschritt geht, umso weiter ich von meinem Ziel-ACoS entfernt bin oder umso besser die Kampagne eben entsprechend läuft. Genauso gilt das Ganze natürlich auch für Sachen, die eben nicht gut laufen. Hier kann ich auch Sachen auf Snooze stellen. Das heißt, wenn ich sage, okay, das sind mir jetzt nicht genug Daten, aufgrund derer er diese Empfehlung gemacht hat, dann drücke ich einfach hier rauf und er sammelt nochmal für einen Zeitraum, hier oben zum Beispiel für 10 Tage, Daten, um eben aufgrund dieser dann eine neue Empfehlung auszusprechen. Und das könnte ich jetzt hier auch eben für alle Sachen machen. Ja, und dann haben wir noch den Changelog, wo ich mir eben angucken kann, welche Änderungen habe ich denn dann vorgenommen. Das also erstmal so ein grober Überblick. Also ihr seht schon, die Funktionen ähneln sich sehr, sehr stark bei den Advertising-Tools. Also da hat jetzt niemand irgendetwas Besonderes, was es woanders dann nicht gibt. Aber Zuverlässigkeit ist natürlich hier ein großes Stichwort. Und wie gesagt, ich teste das Ganze erstmal aus, werde dann sicherlich auch nochmal ein Feedback dazu geben, vielleicht in einem Montags-Weekly Whisper-Update, ob ich das hier weiter nutzen möchte oder nicht. Wollte es euch nur einfach mal kurz gezeigt haben. So, das soll es gewesen sein als kleiner Überblick. Ich hoffe, das Video ist nicht zu lang geworden, denn ihr schaltet auch am Freitag wieder ein, wenn es in den Research geht, wieder mit der Erdnuss. Und bis dahin verabschiede ich mich erstmal und sage reingehauen.